Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Gottschling. Ich möchte euch heute eine Eigentumswohnung in Bredeney zeigen. Komm mal kurz mit rein. Wir haben hier was Luxuriöses, was Geräumiges. Wie ihr seht, kommen wir direkt rein im Eingangsbereich. Zu rechts die Küche. Küche ist voll eingerichtet. Bleibt dabei. Wir haben hier Miele-Geräte. Vorne haben wir Gaggenau. Alles gehört mit dazu. Natursteinplatten, kann auf Wunsch entfernt werden, bleibt auf Wunsch auch mit drin. Küche komplett eingerichtet. Von da aus gelangt man entweder hier oder vorne rum einmal zum Wohnzimmer, was natürlich das Highlight ist. Wir haben hier rund 80 Quadratmeter, es geht hinten an der Leseecke noch weiter. Aufgeteilt, momentan ist eingerichtet, wir haben hier, wie es auch schon eingerichtet ist, den Esstisch mit dem Essbereich. Parallel haben wir dazu Terrassenausgang mit dem Garten, da kommen wir mal gleich noch zu. Da vorne ist der Kamin, da hinten das ganze Leseregal. Am Kamin hier die Sitzecke. Kamin ist natürlich funktionell, ist abgenommen, ist zugelassen, kann auch jederzeit benutzt werden. Hier haben wir die erste Terrasse, wir haben hier insgesamt zwei Terrassen, wir haben noch eine zweite Terrasse auch gleich vom Badehaus, beziehungsweise vom Schlafzimmer aus. Insgesamt haben wir hier so 297 Quadratmeter Wohnfläche. Über zwei Etagen, das geht um den Souterrain noch gleich weiter. Dazu noch zwei Stellplätze in der Tiefgarage. Wir haben auch direkt einen Zugang in die Tiefgarage. Kommen wir gleich noch dazu. Hier ist eine Leseecke, auch schön hier am Licht. Wir haben hier immer wieder außen versteckte Ornamente. Da hinten ist noch ein Bild. Wir haben dort einen kleinen Teich. Dort wird einmal das Gebüsch angestrahlt. Sieht also bei Nacht sehr, sehr stilvoll aus. Hier hinten haben wir noch einen kompletten Bereich. Das ist quasi einmal das Wohnzimmer. Wir haben rund 80 Quadrat. Beheizt wird das Objekt hier, wie man sieht, wir haben keinen einzigen Heizkörper. Wir haben überall Fußbodenheizung, sowohl hier als auch im Souterrain, komplett mit Fußboden. Das Objekt wird beheizt mit einer Gastherme, Hochbrennwerttechnologie, das heißt also das, was momentan auch am besten ist. Alles sehr luftig hier, man hat ja auch direkt einen Eindruck hier, also hier kann man auf jeden Fall frei atmen. Viel Luft in Bredeney. Wir haben hier Büro, Gäste-WC, Hausanschlussraum. Der spannende Bereich wird aber hier. Wir gehen einmal hier zu dem ruhigen Bereich. Man kann also auch hier die Tür zumachen. Man kann also trennen zwischen Besuch und Nichtbesuch. Hier ist einmal das Schlafzimmer, zwei Türen. Da hinten ist einmal das Badezimmer. Wir fangen einfach vielleicht im Badezimmer an. Das ist das Hauptbadezimmer. Natursteib an dem Boden und Wänden wie überall. Fußbodenheizung. Zusätzlich gibt es noch einmal ein Handtuch. Heizkörper, damit die halt vorgeheizt werden können. Wir haben ein Hänge-WC. Dazu kommt noch hinten einmal eine Dusche, fast ebenerdig, eine kleine Stufe hat die. Doppelwaschbecken, Tageslicht, wir haben hier schöne hohe Fenster dazu und eine Badewanne. Das heißt also, ich kann sowohl baden als auch duschen, habe alles da. Wir haben an dem Souterrain noch eine weitere Dusche. Das heißt also, auch da kann ich mich auf jeden Fall nochmal ausweiten. Das ist auf jeden Fall das Hauptbadezimmer. Nebenan ist direkt das Schlafzimmer. Da gehen wir jetzt hin. Schlafzimmer haben wir auch wieder luftig. Wir haben eine große Fensterfront. Full-Size-Bett. Man sieht ja, wie viel Platz noch frei bleibt. Da hinten ist einmal der Platz für die Terrasse. Wir haben also zwei Terrassen hier. Wir haben einmal die Terrasse vom Schlafzimmer aus. Wenn man einmal um die Ecke geht, kommt man zu der Terrasse zum Wohnzimmer und dann nochmal weiter zu der Terrasse an der Essküche oder bis am Essbereich. Auch hier wieder viel Luft, viel Fensterfläche, zwei Türen. Hier hinter ist direkt die Treppe, wo wir runtergehen können zum Souterrain. Da kommen wir jetzt nämlich hin. Auch nochmal hier vom Flur kommt man in den Hauswirtschaftsraum. Hier hat man halt alles Mögliche nochmal da, was man so braucht zum Bügeln, zum Wäschemachen. Da geht es dann hoch in den Garten. Wir sind im Souterrain, das heißt, da gehen ein paar Treppen hoch. Hier unten habe ich noch einmal einen weiteren Abstellraum zu meiner rechten Seite. Und links habe ich nochmal ein vorwärtiges Bad. Das heißt, hier habe ich auch nochmal einmal Waschbecken mit einer Dusche und einem WC. Direkt von hier unten aus kommt man in den Keller rein. Im Keller, das heißt direkt von der Wohnung begehbar. Und durch den Keller durch kommen wir in die Tiefgarage. Dort gehören ja zwei Stellplätze zur Wohnung dazu. Wir zeigen einfach mal kurz den Weg. Im Prinzip hast du hier den Keller. Hier ist nochmal die Steuerungsanlage von der
Alarmanlage. Das Gegenstück ist doch mal oben, wo man die schärft und entschärft. Hier ist mal Kontrolle, welche Fenster sind offen, welche Balkontüren sind offen und so weiter. Also alles hier drüber gesteuert. Dann geht es hier einmal ein paar Stufen runter. Ich komme gerade aus meinem Treppenhaus raus und hier rechts, wo ich aufgemacht habe, komme ich einmal Richtung Tiefgarage. Das ist die Schleuse. Da gehen wir jetzt einmal gleich durch. So, kommt einmal mit. Jetzt gehen wir mal die kurze Tiefgarage. Einmal kurz nur reinschauen, dass man einen Eindruck davon hat, wie die halt aussieht und wie gepflegt die ist. Könnt ihr mal kurz reinschauen? Zwei Stellplätze gehören dazu. Komplett gepflegt, gedämmt. So, wie man sich halt das vorstellt. Und wie gesagt, da kommt man direkt wieder rein. Direkt durch den Keller in die Wohnung.